Hey Leute, what's up? Moonbun hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner Portal-Reihe. Wir befinden uns in Level 18. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Okay, wir werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Warum nicht? Hört sich gut an. Ah, wieder ein Loch in der Wand. Ein Außenbereich. Was erwartet uns diesmal? Eine verschlossene Türe. Verwunderlich, verwunderlich. Und der Tod. Gut gemacht, Moonbun. Ich bin in diesem Video ziemlich oft gestorben. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Okay, also ich bin ziemlich oft gestorben in diesem Video. Aber ich habe circa, ich weiß nicht, 20 Minuten rausgeschnitten. Und zwar aus dem Grund, weil es einfach nur kacklangweilig für euch gewesen wäre. Ich bin da in einem Raum einfach nur festgesessen. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss. Ich bin durchgedreht, ohne Scheiß, wirklich. Und ja, also ich habe erst versucht hier mit meinem schönen Videoschnittprogramm die entsprechenden Parts einfach auf 300-facher Geschwindigkeit laufen zu lassen. Aber dabei hat es mir den Ton ein bisschen verkackt. Dann habe ich gedacht, naja, dann schneide ich es einfach komplett raus. Und ja, also es fehlen jetzt ein paar Minuten, ein paar viele Minuten, ein paar langweilige viele Minuten. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Falls doch, Beschwerden in die Kommentare. Ich werde es sicher nicht, ich werde es sicher zu Herzen nehmen. Ja, hier versuche ich gerade das Level-Design auszutricksen. Ich wollte einfach hier drüben auf den roten Schalter springen, aber natürlich nicht der richtige Weg, nicht der vorgesehene Weg. Und was in Portal nicht vorgesehen ist, funktioniert auch nicht. Könnt ihr euch gleich merken, falls es auch mal zockt. Es geht nicht, Moonbun, du kannst da nicht so rüber. Du musst den Umweg gehen. Mann, echt. What fuck? Aber jetzt sind wir immer noch auf der falschen Seite, Moonbun. Du musst einfach reinspringen und dann rüber. Ja, genau. Und gute alte Fallgeschwindigkeitstrick. Genau. Bringt uns rüber. Und hier der besagte große tödliche Killerraum. Es befinden sich Millionen Plattformen hier drin. Naja, ich glaube, es sind vier und oder fünf. Und auf jeder Plattform steht so eine Geschützeinheit. Und wir brauchen irgendeinen Würfel. Also das ist so ein Companion Cube, wie ihr schon gesehen habt. Weil die Tür sonst draußen nicht aufbleibt. So, jetzt befinden wir uns in dem Raum. Da dreht sich noch so ein Lichtkugelballer-Dings. Die haben alle keine Namen, diese Scheißdinger. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ihr wisst, was ich meine. Diese Einrichtung, Vorrichtung, die die Lichtkugeln rumballert. Lichtkugel-Rumballer-Dings. Und es dreht sich, deshalb ist es ein zu drehendes Lichtkugel-Rumballer-Dings. Und an dieser Stelle kommt jetzt gleich der Schnitt. Genau. Ich habe nämlich tausendmal überlegt, ob ich in den Raum rein soll oder nicht. Ich habe mit Hilfe des Lichtkugel-Rumballer-Dings die Lichtkugel umgeleitet, um die Selbstschuss-Ballerdinger von den Plattformen zu ballern. Das heißt, der Raum ist jetzt safe. Und jetzt müsste ich irgendwie diesen Schalter erreichen, damit sich links die Tür öffnet, damit ich die Lichtkugel umlenken kann, damit sie sich da rein in das Ziel schießt, damit die Plattform aktiviert wird, die mitten durch den Raum geht. Ja,
ziemlich kompliziert und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Und das habe ich euch jetzt einfach erspart an der Stelle. Das heißt, das hier ist jetzt schon der richtige Lösungsweg. Natürlich noch ein bisschen mit Fehler seitens meiner Wenigkeit behaftet. Zum Beispiel das hier. Einfach fail. Einfach runtergefallen. Aber ich sage euch, nichts im Gegensatz zu dem, was ich hier alles fabriziert und vor allem versucht habe. Ihr seht ja, man kann hier überall Portale erschaffen. Glaubt mir, ich habe jede Möglichkeit ausprobiert. Und zack, da hat es geklappt. Jetzt wurde die Plattform in der Mitte aktiviert. Ihr seht da drüben den Companion Cube. Den müssen wir jetzt noch irgendwie hier rüber auf die Seite bringen. Und dann raus in den anderen Raum. Ja, ja. Speichern wäre nicht schlecht, Moonboon. Na los, speichern. Weil wenn es runterfällt, muss ich noch mal anziehen. Oh ja, ja, ja. Wieder spät am Abend. Was passiert? Ach, die Türe öffnet sich, okay. Was bringt uns das jetzt hier? Keine Ahnung. Ich hab's schon wieder vergessen. Wir können ein Portal drauf machen. Ja, nicht wenn es zufährt, aber wenn es auf ist. Genau. Das heißt, wir können jetzt schon wieder rüber, ne? Und raus. Die Frage ist, was bringt uns das? Wir haben den Würfel ja noch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie an den Würfel kommen. Okay, was war das denn? Ich glaube, Moonboon wollte sich selber rüberschießen zum Würfel, aber es hat nicht ganz funktioniert. Komm schon, Moonboon, ich weiß genau, du kannst es. Okay, das Blitzkugel-Dings-Schalter-Umleg-Plattform-Losfahrlasser ist schon aktiviert. Deshalb fahren wir jetzt mit der Plattform einfach darüber. Das Portal wurde gesetzt. Das Orangene. Und Moonboon springt. Yay. Yeah. Und da speichert er erstmal. Guckt euch das an. Cleverer Moonboon. So, das Portal ist natürlich wieder verschwunden. Aber Moonboon hat den Weg erkannt. Es geht nur auf diese Weise. Allerdings braucht er mehr Momentum. Und genau aus diesem Grund. Lädt Moonboon. Weil er ein größeres Zeitfenster braucht. Und zwar jetzt. Schnell! Schnell! Moonboon, schnell! Blau auf den Boden gelegt. Genau, durch und. Fail. Moonboon, fail. Ja, da kann ich hüpfen. Das war die falsche Farbe. Genau. Nicht blau, sondern orange. Moonboon. Eigentlich hast du nicht verdient, Moonboon das Level zu schaffen. Yes! Und da fliegen wir rüber zum Companion Cube. Hallo! Diesmal hat er kein Herz. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil er uns nicht so lange begleiten wird wie der letzte. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis die Plattform hier kommt und dann fahren wir rüber. Was auffällt in diesem Level, die Stimme von GLaDOS ist ziemlich still, also kein Psychoterror irgendwie. Ich glaube, ich wäre noch mehr durchgedreht, wenn das der Fall gewesen wäre. So, jetzt haben wir den Würfel auf der anderen Seite, aber die Wand ist noch zu. Und weil wir die Wand von der Seite nicht aufkriegen,
Ja. Das Spielchen einfach mal so rumtreiben und durch. Und Leute, seid froh, dass ich euch die Kurzversion hier gezeigt habe. Ihr werdet auch durchgedreht mit mir zusammen. So, genau. Damit ist die Tür offen, der Weg ist frei. Und jetzt beginnt der wirkliche Spaß in diesem Level. Ich hätte nämlich beinahe gekotzt. Und ich meine es ernst, mir wurde schlecht. Ich gebe euch auch den Tipp, guckt euch das Video nicht an, wenn ihr betrunken seid. Oder high oder auf anderen bewusstseinserweiternden Substanzen, genau. Ja, ihr seht richtig, wir springen nach oben und zwar nur mit Hilfe von unserer eigenen Geschwindigkeit. Und zwar durch die Portale rein und raus. Ja, nein, es ist kein Pornotitel, Portale rein und raus, sondern es ist Physik. Und jetzt das nächste. Und fail. Ja, fail. Sterben. Wer failt, der stirbt. Man muss nämlich im Flug schon das Portal auf der nächsten Plattform setzen und sich quasi so mit seinem Schwung von Plattform zu Plattform hangeln. Und es ist wirklich, wirklich verwirrend. Und fail. Und schwer ist es auch. Ja, wir warten nicht mal mehr, bis wir sterben. Einfach Spiel laden. Yay! Und blau und fail. Jawohl, blau liegt, orange. Und jetzt orange, jawohl. Oh, Moonboo, nicht schlecht. Es ist wirklich zum Kotzen. Und verpasst. Und jetzt geht's rückwärts. Wo ist da? Jawohl! Okay, Leute. Also, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. Und wir sehen uns gleich wieder in Level 19. Ich bin Moonboo und ich bin raus. Ciao, ciao.